Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier spricht der Regisseur. Wir befinden uns jetzt im Duschraum des Theaters. Sie werden sich duschen. Sie rennen unter die Brausen und lassen sie rinnen. Sie duschen sich. Ja, aber in was blätterst du? Ein Fotoalbum. Ach. Ja. Könntest du etwas diskreter lachen? Bitte, wenn ich dir damit einen Gefallen tun kann. Danke. Eine alte Frau fiel vor lauter Neugier aus dem Fenster, schlug auf und brach sich das Genick. Aus dem Fenster lehnte sich eine zweite alte Frau und schaute zu der Genickbrüchigen hinunter. Aber vor lauter Neugier fiel sie auch aus dem Fenster, schlug auf und brach sich das Genick. Dann fiel die dritte alte Frau aus dem Fenster, dann die vierte, dann die fünfte, dann die sechste. Die sechste alte Frau aus dem Fenster gefallen war, hatte ich keine Lust mehr hinzuzusehen und ging zum Malzewski-Markt. Das war jetzt kein Fassiskreter. Doch, ich habe jetzt nur mit den Fingerspitzen rumgeblättert. Ja, aber du hast gelacht und zwar gleich laut. Achso, ich dachte, das Blättern stört dich. Nein, das Lachen. Achso. Ein Franzose bekam ein Sofa, vier Stühle und einen Sessel geschenkt. Der Franzose setzte sich auf dem Stuhl am Fenster, dabei wollte er lieber auf dem Sofa liegen. Nun legte sich der Franzose aufs Sofa, wollte aber eigentlich lieber im Sessel sitzen. Nun stand der Franzose vom Sofa auf und setzte sich wie ein König in den Sessel, aber schon arbeitete in ihm der Gedanke, dass es im Sessel ganz schön pompös sei. Lieber schlichter auf einem Stuhl. Nun setzte sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster. Aber es missfiel dem Franzosen auf diesem Stuhl, weil er es am Fenster irgendwie zog. Der Franzose setzte sich auf den Stuhl am Ofen und fühlte, dass er erschöpft war. Da beschloss der Franzose, sich aufs Sofa zu legen und sich auszuruhen. Aber kurz vor dem Sofa bog er ab und setzte sich in den Sessel. So, ihr wer ist erschöpft? Sagte der Franzose, fügte aber sofort hinzu, aber auf dem Sofa wäre es nicht schön. Schon ein Franzose bekam ein Sofa, vier Stühle und einen Sessel. Der Franzose setzte sich auf den Stuhl am Fenster, dabei wollte er lieber auf dem Sofa liegen. Nun legte sich der Franzose aufs Sofa, wollte aber eigentlich lieber im Sessel sitzen. Nun stand der Franzose vom Sofa auf und setzte sich wie ein König in den Sessel, aber schon arbeitete in ihm der Gedanke, dass es im Sessel ganz schön kommt und lieber schlichter auf einem Stuhl. Nun setzte sich der Franzose auf den Stuhl am Fenster, aber es missfiel dem Franzosen auf diesem Stuhl, weil es am Fenster irgendwie zog. Der Franzose setzte sich auf den Stuhl am Ofen und fühlte, dass er erschöpft war. Da beschloss sich der Franzose, sich aufs Sofa zu legen und sich auszuruhen, aber kurz vor dem Sofa bog er ab und setzte sich in den Sessel. So, hey, ist es schon! Der Franzose fügte aber sofort hinzu. Aber auf den Sofa, wir sind schon da!